Es gibt viele Krankheiten in unserer Zeit, aber einer ist das Schlimmste von allen. Er überfällt dich nicht dann, wenn du jung und stark bist. Nein, er überfällt dich ausschließlich nur dann, wenn du alt und schwach bist. Die Rede ist von Alzheimer. Alzheimer ist wie ein Raubtier. Wenn er einmal die Witterung von ihm wahrgenommen hat, jagt er dich so lange, bis er dich gefunden hat. Du kannst davor nicht fliehen, denn es gibt keine Heilung dagegen. Wenn Alzheimer dich einmal erwischt hat, raubt er dir den Verstand. Er raubt dir den Verstand so lange, bis nichts mehr von deinem Verstand übrig ist. Sobald man einmal Alzheimer hat, kontrolliert man nicht mehr sein Leben. Nein, Alzheimer kontrolliert von nun an dein Leben. Er entscheidet, wann du bei klarem Verstand bist. Weil er entscheidet, wann er dich verlässt. Und er entscheidet auch, wann er zurückkommt. Als Angehöriger schätzt man die wenigen Augenblicke, wo Alzheimer das Opfer verlässt, ganz besonders. Falls ihr euch fragt, woher ich das weiß, ist die Antwort ganz einfach. Mein Vater hat Alzheimer. Daher weiß ich es, wie es sich anfühlt, mit ansehen zu müssen, wie die geliebte Person dahinschmilzt. Das letzte Mal hat Alzheimer den Verstand meines Vaters im Ramadan 2017 verlassen. Er hat ihn verlassen, weil mein Vater sauer war. Mein Vater war sauer, weil ich im Ramadan getrunken hatte. Er ging auf mich los. Er schrie mich an. Er beleidigte mich sogar. Mein Vater weiß nicht, in welchem Jahr wir leben. Aber in diesem Augenblick wusste er, dass wir Ramadan haben. In diesem Augenblick habe ich in seinen Augen etwas Falsches getan. Ich habe im Ramadan getrunken. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass mein Vater nicht weiß, in welchem Jahr wir leben, aber dass er weiß, dass wir im Ramadan sind. Es ist wie so ein Lichtblick im Tunnel. Für einen ganz kurzen Augenblick hat Alzheimer es zugelassen. Am nächsten Tag hat er alles vergessen. So als wäre es niemals geschehen. Nicht einmal am nächsten Tag. Sogar am gleichen Tag hat er es schon vergessen. Ab dem Augenblick, wo Alzheimer dich erlegt hat wie ein Löwe die Gazelle, bist du tot. Das Interessante dabei ist, du weißt es noch nicht. Du bist tot, bevor du es realisiert hast. Irgendwann bist du nur noch eine wandernde Leiche. Sozusagen The Walking Dead. Es stirbt erst dein Geist, dann stirbt irgendwann auch dein Körper. Dein Geist stirbt nicht von heute auf morgen. Nein, er stirbt jeden Tag ein bisschen, bis er irgendwann vollkommen tot ist. Dein Körper lebt noch weiter. Du lebst zwar noch, das kann man nicht wirklich Leben nennen, weil das Einzige, was du machst, aus Essen und Scheißen besteht. Was ist das für ein Leben, frage ich euch. Er tötet dich auf eine ganz spektakuläre Art und Weise. Er tötet dich, indem er dich vergessen lässt. Wer du bist, wer du warst, wen du kanntest, was du mochtest, wen du liebtest. Im Grunde könnte man sagen, er lässt dich alles vergessen, was das Leben so lebenswert macht. Alzheimer ist ein Arschloch, weil er einem jegliche Hoffnung raubt. Es gibt keine Besserung. Bei all den anderen Krankheiten da draußen gibt es immer eine Hoffnung. Bei Alzheimer nicht. Es gibt keine Chance auf Heilung. Es gibt keine Chance auf Besserung. Die einzige Heilung, würde ein Zyniker sagen, ist der Tod.